Hallo und willkommen zu den grünen Riesen und willkommen zu Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Ich habe mal diese andere Form von Marvin Manhunter genommen und der sieht da richtig bescheuert aus. Er sieht aus, als wäre er richtig nackt und sich mit irgendwas infiziert. Als hätte er sich irgendwas genommen. Keine Ahnung. Na gut. Achso, er kann in dieser Form nicht das Dingens benutzen, okay. Wir müssen noch die ganzen Lanterns befreien, 4 davon. Den roten haben wir ja schon, also Atrocitus. Zu wen gehen wir jetzt? Ich komme on Orange, ich bin so ein Fan. Ich mag auch Orange. Also rein da. Auch wieder schön gemacht. Okara. Die Energiebatterie sollte da drüben in dem Tempel sein. Ich hoffe, wir müssen nicht laufen. Ich hasse es zu laufen. Tut mir leid, Wonder Woman, aber das müssen wir leider. Finden wir Lovelies und dann nichts wie weg von diesem dämlichen Planeten. Dämlicher Planet. Okay, es sieht aus, als wäre das so ein Sumpfplanet. Gefällt mir, ja, ja. Und da vorne können wir uns direkt mal ein Minikit schnappen. Und diese Gelegenheit, daran verzichte ich doch nicht. Na, komm schon. Jawohl. Ah, nicht in die Suppe. Letztes Mal war die Suppe auch nicht so lecker. Hallo? Nein, du sollst dich nicht in eine Kugel verwandeln. Muss ich vielleicht in... Ah, genau. Also nicht in nähere Distanz, sondern mittlere Distanz. Weil die Pflanze hat Angst und sie mag uns nicht. Doch ich sage dir, was vielleicht geht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Lovelies so gut gesichert ist. Diese Konstrukte der Orange Lantern sind etwas ganz anderes als die üblichen Wachleute. Ja, diesmal haben wir die Lovely. Ich weiß nicht, was der für eine Kraft hat, aber das werden wir ja herausfinden. Das sieht aber diesmal größer aus hier. Zum Erkunden. Erstmal nehme ich natürlich das ganze Geld mit. So müssen wir hier, genau, hier das ziehen lassen. Komm her! Jawohl, um eine Brücke für die anderen zu bauen. Guck mal, aber die Musik ist auch schön ruhig. Also sieht aus, als wäre das ein ruhiger Planet. Alles ganz normal hier. So ein Planet hätte ich auch gerne. Also einfach hier mal zu leben. Ohne, also weg von den ganzen anderen Leuten. Einfach mal sein eigenes Ding zu machen. Warte mal, da unten geht's doch noch weiter. Okay, wir sind doch nicht alleine. Wie gesagt, das sind halt noch die ganzen Lanterns. Ach, Menno. Warum lassen sie uns nicht durch? Okay, da vorne können wir auch nicht lang. Grundy muss jetzt wieder graben gehen, wie immer. Nichts anderes zu tun. Tut mir leid, Grumpy. Aber ich kann auch nichts dafür, dass die hier unseren Weg versperren. Ja, okay. Dann mache ich wieder die alltägliche Sache. Bitteschön. Eine Wasserpistole. Genau das, was wir brauchen. Grundy ist schlauer, als er aussieht. Oh, keine Schlüsse voreilig, du ziehen sollst. Auf einmal ist er Yoda. Ich weiß, dass du weise bist, du sollst. Das war kein richtiger Satz. Jawohl, Alter, Grundy! Direkt den Generator zerstört. So soll's sein. Okay, wir sollen jetzt 3 von diesen Pflanzen aktivieren. Na, das krieg ich ja hin. Oh, mal 5 Multiplikator lass ich mir nicht gehen. Hier Joker. Nee, doch nicht.
so, weil er ja keinen Anzug hat. Er hat sozusagen einen Anzug, aber nimm jetzt mal seinen Kostümanzug. Oh, nein. Warte mal, da runter können wir. Ja, wie gesagt, komm runter und dann da runter. Na, traust du dich jetzt nicht? So, ich kann nur hier lang, okay. Nee, nee, dann können wir erst später da lang. Und da muss Grumpy wieder ran. Der Arme hier. Der muss die ganze Drecksarbeit machen. Sieht aus, als würden wir da auch bauen müssen. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Ist das eine Bazooka oder so? Ja, schon so ein bisschen. Und wir brauchen irgendwie auch noch was zum Saugen. Aber wir haben leider nicht diesen Anzug. Dann müssen wir auch dort später noch vorbeigehen. Das ist schon mal die erste Pflanze, die wir hier aktivieren können. Oder eher kaputt machen können. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass wir direkt die schon kaputt machen. Aber why not? So, da vorne können wir die Pflanzen da kaputt machen. Na komm, Alter. Die paar Pflanzen, die kannst du auch noch kaputt machen. Hey, wieso macht er die denn nicht kaputt? Soll ich sie kaputt machen? Ja, geht doch. Und was zaubern wir jetzt? Simsalabin und ich zaubere eine Kettensäge. Oh, alles klar. Eieiei. Dahinter, du musst doch nicht so übertreiben. Mann. Der Kerl mag es irgendwie, in so eine fucking Kugel sich zu verstecken. Da haben wir auch die zweite Pflanze und jetzt müssen wir nur noch die letzte. Ja, aber wenn was hier für den... Die sind ja so frustrierend! Tja, also wir sollten jedenfalls einen Weg in den Tempel suchen. Was hat das hier mit Rätsel zu tun? Wir müssen einfach nur drei Blumen zerstören und das war's. Aber man braucht ja den Gefahrenanzug. Aber wo ist dann diese Station, wo man das da alles reintun muss? Na gut, das werde ich erst später herausfinden. Hui. Jetzt gehen wir tiefer hinein. In die Höhle. In den Tempel, Mönch. Ich kann Lavlis nirgendwo sehen. Aber ich wette, dass die Statue uns den Weg zur Kammer mit der orangen Batterie weist. Wir müssen die Statue mit irgendwas bestechen. Die Statue bestechen? Sag mal, wie sprecht ihr das denn bitte aus? Statue, sagen die ganze Zeit. Es heißt Statue. Naja. In die Zeit zu nennen. Ich kann nichts dafür. Aber Grumpy kann hier erstmal was... Ja, schade. Gut, bringt uns nichts, wenn wir das da kaputt machen. Aber hier gibt es sehr viel zum Entdecken. Wie gesagt, alles können wir erst später machen. Was? Das war doch gerade... Alfred. Nee, nicht Alfred. Ich hab's gleich... Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Da hab ich doch wohl seinen Namen vergessen. Hier, eine Brücke für euch. Albert hieß der, glaube ich.
Ah, hier können wir nochmal was bauen. Sieht aus, als würden wir die Kugelform für Green Lantern brauchen. Und dafür bin ich doch gerne da. Ah, und da an die anderen, die können dort hoch. Bitteschön. Ich mach das mal hier weg. Licht kam hier gerade rein. Keine Ahnung wie. Adam West, jetzt weiß Adam West. So hieß er nochmal. Okay, wir brauchen dieses Symbol, dann brauchen wir dieses Symbol, dann brauchen wir. Okay, ich hab's verstanden. Einmal blau, dann orange, dann lila, dann rot und gelb. Sogar die Statuen hier sind gierig. Das ist so. Ja. Wonder Woman wütend. Waren die verstanden? Ja, wir haben schon alle verstanden. Ich habe auch wütend zu bellen. Ich weiß nicht, war sie im Film auch immer so wütend? Ah, da ist Emma in dem West. Warte mal, wir könnten Adam West vielleicht befreien. Ja, ich habe Green Lantern und da oben ist was für Green Lantern. Na komm. Hallo. Ja. So. Dann zauber ich jetzt mal was. So eine Zange. Na komm. Einmal die Zähne rausholen. Zahnarzt jeden Tag. Jawohl. Wir haben Adam West gerettet. Kein Problem. Dafür sind wir doch da. Guck mal, wie der hier tanzt, Alter. Der genießt es, Alter. Dance Party. Dance. Okay, wir müssen jetzt hier hinten noch weitermachen. Aber jetzt wissen wir, wie das dann aussieht, wenn wir einen Quest mal freischalten. Ketten. Ich zeig mal das falsch. Hey, warum eine Mühle? So. Und um uns so hochzuschleudern. Wo ist Grumpy? Ach, hier. Oh, sorry, Batman. Einmal wieder Sonnenlicht hinein. Und da benötigen wir wieder Wonder Woman. Gut, was sind diesmal die Reihenfolge? Gut, pink, orange, grün, rot. Genau, okay. Also, pink, orange, grün, rot und gelb. Genau. Ha, endlich weiß ich, was man einer Statue zum Geburtstag schenkt. Oh cool! Ihr schmeißt also auch Geburtstagsfeiern für eure Statue. Was? Dort. Der Hebel im Mund der Statue. Und wo ist der Hebel? Da oben. Und sie? Ich mache das. Mit dem Seil des Gesetzes. Ui, bisschen Money. Mal gucken, wie viel Wert diese Münzen hier haben. Ui, oh, da kommt ja eine Menge raus. Geld, endlich reich. Könnt ihr alle kaputt machen? Oh, ich denke, ich kann die jetzt alle kaputt machen. Oder kann ich die irgendwie mitnehmen? Das wäre ja so nice. Gut, wir nähern uns am Ende der Höhle. Gut, wir lenken Lovelace ab und Hal stiehlt eine Laterne. Seine Gier macht ihn verwundbar. Genug geredet, lasst uns endlich loslegen. Gib mir Green Lantern!
Wirst du uns dann helfen? Nein, ich will nur Green Lantern. Und den Inhalt eurer Taschen. Ich habe nichts in meinen Taschen. Dann gib mir deine Kleider. Oh, ich will mich nicht ausziehen. Das war wohl nichts. Er sieht einfach orange. Und jetzt? Du fragst uns? Der hat die rosa-rote Brille auf. Oder soll ich eher sagen, die orange Brille auf? Ui, was willst denn du hier? Willst du dich mit Grumpy anlegen oder was? Na, versuch es doch. Ja, traust du dich nicht. Das ist nämlich ein Weichei. Laflies, bitte! Dieser Kampf ist sinnlos! Du bist sinnlos! Okay, ich nehme alles zurück. Der ist doch nicht ein Feigling. Ich wollte jetzt aber nicht, dass du so übertreibst. Nee. Oh, Scheiße! Er greift an mit seinem Feuerschwert. Nicht mit mir, Alter. Auch wenn du jetzt deine super, super krasse Kraft hast. Mich nicht aufhalten. Ziehen wir das hier schnell raus. Ah, können wir hier nichts machen. Sorry, die Fähigkeit habe ich nicht. Oh, voll auf mich drauf, Alter. Das war hart. Ja, da kann ich da auch nichts machen. Bringt ja jetzt nichts, dass das jetzt weg ist. Das sind nicht deine Sachen. Das ist die Sache von dem Tempel. Ui, so eine Liebesbox. Könnte ich mir einen Crush geben. So, dann sage ich jetzt... Oh! Hier, ich heirate dich. Mit einer Bombe. Na, sind wir jetzt quitt? Wo ist der Schatz hin? Ich will mehr Knallbumsets. Das hat wege. Du besiegst mich nicht. Das Licht von Orange bezwingt alles. Ich dachte, ich kann ihn jetzt angreifen. Na gut. Dann erst noch nicht. Dann muss ich das jetzt hier nochmal machen. Das ist jetzt nicht. Oh, Wampi hat seine Arme verloren. Nee, kann ich nicht nochmal machen. Ganz weird gerade. Ich kann diese Dinger auch nicht kaputt machen. Nee, keiner kann das kaputt machen. Ah, guck mal. Da kommen Sachen runter. So, ich entwickle was dich aufhält. Oh, okay. Dann nicht. Kann ich jetzt? Dankeschön. Bitte, Larflies. Ein Geschenk vom Green Lantern Corps. Was passiert da? Was habt ihr getan? Gefällt's dir? Das hat ihnen auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, mit diesem Handel wird es nichts. Gehen wir. Nein, ihr müsst mich für meine Mühen entlohnen. Ich will Green Lantern als Bezahlung. Okay, dann gehen wir mal. Hier. Ich bin's nicht gewohnt zu bekommen, was ich will. Wartet, ich will mehr. Oh. Was? Wie unfair. Ja, der Kerl wurde einfach so verarscht. 93%. Ach Mann. Aber da gab es doch viel, viel weniger Münzen. Diesmal haben wir Adam West freigeschaltet. Was ist denn los? Gerettet, nicht freigeschaltet. Mann, Meter. Und jetzt haben wir auch
2 goldene Steine statt einen. Und jetzt können wir auch die Geschichte fortsetzen. Oh, jetzt bekommen wir wieder diesen krassen Zoom in die Raumstation. Können wir aber nicht überspringen. Oh, habt ihr ja gerade gesehen? Die Rakete ist gerade voll in die Ente geflogen. Oh, ey, das Spiel ist schon echt brutal. Muss ab 16 sein. So, dann gehen wir doch direkt weiter. Jetzt haben wir noch 3 übrig. Oder? Ja. Jetzt machen wir mal lila. Oder ist das pink? Ja, das sieht aus wie pink. Ja. Yep. Die Macht der Liebe. Samaron. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Eindringlinge! Ihr wagt es uns zu bestehen? Nein, wir wollten bloß... Ruhe! Was haben wir hier? Ein Blechmann ohne Herz? Eine Abscheulichkeit! Greift an, Zephyrs! Jo. Das sind ja mal... Das war zwar nicht zickige Mädchen. Aber wir müssen uns verteidigen. Dann greifen Sie uns tatsächlich an? Ich bilde mir das nicht nur ein, weil ich Angst habe. Dort. Wir müssen das Portal blockieren, um sie aufzuhalten. Gute Idee. Sonst klaut einer von Ihnen noch meine Maske, oder? Dann sind wir sogar mit den anderen unterwegs. Die sind anscheinend auch mit. Ja, okay, die müssen jetzt nicht nur die ganze Zeit in der Basis rumchillen. Ey, Junge, alles strahlt hier so sehr. Boah. Alles voller Liebe. Da muss doch alles rot sein, weil Liebe ist doch rot. Und nicht lila. Aber ich bin ja kein Liebesexperte, also kann ich dazu nichts sagen. Und blau zählt ja aber auch nicht dazu, oder? Direkt mal entfernen lassen. Da drinnen kann man noch mit dem Leuchtenanzug rein. Vorne gibt es auch noch was zum kaputt machen. Da bin ich immer gerne dabei. 2 von 5. 3 von 5, jawohl. Aber hier kommen ja immer mehr. Ich bin Adam West und kein Bein gefahren. Adam West ist dort drin, ne? Ja, ich hab den Anzug leider nicht. Sorry. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Gut. Zack, zack, zack. Easy. Bisschen Wasser hier rumspritzen lassen. So wächst das Liebeskummer. Gott. So, können wir jetzt das Ding irgendwie ausschalten, damit die hier nicht die ganze Zeit rauskommen? Das nervt. Jawohl. So gemacht. So, Mädels, jetzt könnt ihr nicht mehr hier raus. Ne, 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 ne. Vier von fünf. Wo ist denn das letzte noch?
natürlich was machen. Das habe ich doch direkt gesehen. Da können wir auf jeden Fall weiter. Aber ist denn hier nicht das letzte Dings? Das letzte Metall? Ja, ich wollte schon sagen. Nicht, dass wir das noch irgendwie verpassen. Den immer gründlich alles untersuchen. Super. Gut, dann können wir ja jetzt weiter. Komm, beweg dich mal schneller. Aber es ist ein schicker Planet, muss ich ehrlich sagen. Also wenn diese ganzen Mädels hier nicht, dann wäre das auf jeden Fall viel, viel besser. Also nichts gegen die Mädels, aber ihr seid schon ziemlich zickig drauf hier. Ah, hier kann Manhunter was machen. Warte, lass mal ein bisschen hier kaputt machen. Ey, wenn wir schon hier sind, machen wir alles kaputt. Hey Manhunter! Lass uns hier nicht zurück! Nur keine Sorge. Ich zerstöre die Energiequelle, um das Kraftfeld auszuschalten. Ja, und töte noch ein paar Mädels. Wie komisch das klingt. Ach stimmt, er kann ja jetzt die andere Form wählen, die ich ja euch am Anfang gezeigt habe. Hallo. Nein, warum Manhunter? Nicht zurückgehen. Alter, wieso geht der denn jetzt zurück? Wollte ich jetzt verwandeln. Hohoho. Krass. Habe ich im Comic auch gesehen, wie er sich verwandelt hat. Das wurde so krass gezeigt. Jetzt müssen wir nur noch hineingelangen. Vielleicht mit dem Energiestrahl von der Statue da. Gemein! Ich wollte eine Statue! Du hast doch eine Statue in der Halle der Gerechtigkeit! Aber die wollte ich auch. Ihr sagt das alle falsch. Sei Statue und nicht Statue. Alright. Ich möchte das bitte öffnen. Immer aufschlüpfen. Oh, eine Herzform. Die Liebe wird niemals verglühen. Genau wie das Laufband. Und rein mit dir. Ich kann auch einfach gedrückt halten. So einfach ist es. Und schon können wir durch. Gut, aber ich will noch hier hinten gucken. Achso. Hätten wir Green Lantern jetzt hier, dann könnten wir das auch machen. Haben wir aber nicht. Wären sie mal mitgekommen. Wie die Musik auf einmal episch wird, nur weil ein Gegner kommt. Ach, und noch einer. Das ist wieder so ein Portal, wo die kommen.